Hey, da seid ihr wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe jetzt einfach mal mich, also geswitcht. Ich bin jetzt Meta Knight, weil ich dachte Airbase, Air. Und Meta Knight ist ja auch so ein Lufttyp. Und ist tatsächlich das Level von Airman. So, und wir haben, okay, wir haben da oben unsere drei normalen Leisten, so halb versteckt unsere drei Megaman Leisten. Und wir haben was ganz Entscheidendes bekommen. Nämlich, dass ich auf Gegner draufspringen kann. Zumindest für dieses Level. Das, was da links so schön leuchtet, weil ich eingesammelt habe. So, natürlich heißen so sechs Lebensdinger nicht immer was, weil ihr wisst ja, ein Treffer kann mich schon darunter stoßen. Vom Rückstoß. Boah, aber schicker Hintergrund auf jeden Fall. Boom. Soweit mache ich gerade alles fertig. Oh, hier wird's tricky. Boom. Den habe ich aber. So, auf eine Gelegenheit warten. Boah, ich wäre fast daneben gelandet. So, dann springen wir einfach mal ein bisschen. Boah, die habe ich auch alle weg. Meta Knight ist ein richtiger Kämpfer. Er ist auch ein Knight. Boah, seit wann kann ich denn den Schuss? Also nicht der Schuss, den Schlag da, diesen. Den hier. Das ist voll nützlich. So, wartet, Checkpoint. Ach, ich muss hier auch runter. Anscheinend. Ja, lassen wir mal vieles am Leben. Noch eine Maxi-Tomate. Leben kriege ich auf jeden Fall. Das ist jetzt so schlau, weil ich kann mich nicht mehr gut bewegen, aber ich bin schon gelandet. Okay, das war ziemlich cool. Und weiter geht's. Tornado-Mans Attacken machen einen, ja, so einen Wind von unten. Ach so. Tornado-Man? Tornado-Man war doch... Okay, ich soll eigentlich hier aufziehen mit dem Trampolino. Das ist Tornado-Man, der ist aus Mega Man 9. Tja, und genau wie im... Ich weiß nicht, vorletzten Part oder so war das. Splash Woman. Ist der nur hier, um mich zu terrorisieren? Ach, dann. Okay, eigentlich hilft er mir so gesehen, weil. Ich kann für den Moment dann ein bisschen höher springen, so. So ein Schaden. So ein negativer Aspekt. Auch da ist ein negativer Aspekt. Was sind dieses Fette hier? Ein One-Up. Zwei One-Ups. Drei One-Ups. Eins habe ich leider verpasst. Haben wir den? Wir können den gar nicht mehr schlagen. Er ist einfach da. Da müssen wir dann. Und der nächste Checkpoint. Ich glaube, ich komme ja recht easy durch mit Meta Knight, muss ich sagen. Allein schon, weil ich das ja kann. Na gut. Boah. Oh, scheiße, er stirbt ja auch nicht mal davon. Ist vielleicht ein bisschen einfach, das Level mit Meta Knight zu zocken. Ach Mist. Oh oh. Das könnte jetzt übel ausgehen. Komm, feste Landen erstmal. Okay. So, ging doch noch gut aus. Kann man sagen. Oh yeah, Ableben voll. Ah, meine Fähigkeit wurde mir wieder weggenommen. Na gut, dann stürzen wir uns mal in den Kampf gegen tatsächlich Airman. Boah, ich werde voll nach links geschoben. Oh, ich nehme immer Schaden, wenn ich ihn haue. Boah, du mieser Ratte, ey. Boah, auf einmal geht er darüber. Und zack, wir haben ihn. Yeah. Boah, das ging doch recht schnell, das Level. Ha, ich glaube, so schnell haben wir, glaube ich, noch kein Level gelöst in der Mega Man-Welt. Ja, und dann geht's da oben. Eye of the Storm. Ich bleibe mal ein bisschen bei Meta Knight einfach. Hm. Carmack ist jetzt unten. Das sieht genau aus wie das, was wir eben hatten. Noch ein Bossfight. Ist das der gleiche Fight wie eben? Oh Mann, vielleicht soll ich mal ein bisschen taktischer vorgehen. Hm. Er ist offiziell tot. Oder ist er einfach runtergesprungen? Ne, es geht da unten weiter. Wow, okay, ich denke mal... Die Sache ist halt, dass Carmack ihn verzaubert hat, um ihn stärker zu machen. Jetzt einfach so einen Luftfight uns bieten. Also ich kann nicht wirklich... Ach, ich kann lenken hoch und runter. Oh, hätte ich das mal vorher gewusst. Meine Sprünge selbst bringen halt nichts. Aber guck mal, wie wenig Schaden er nimmt, bitte. Boah, da habe ich selbst mit Meta Knight keine Chance mehr. Da muss ich mit jemand anderes ran. Wie wär's... Ich denke jetzt an Link, weil... Link... Mit Link kann ich mir leisten, 7-mal getroffen zu werden, bis ich tot bin. Gut, Meta Knight auch 6-mal, aber Link kann auch schießen, ne? Vielleicht für den zweiten Teil des Kampfes ist das da vielleicht ein bisschen nützlicher, so.
kriege ich halt. Ja, da bin ich zufrieden mit dem, was ich habe. So, dann kann ich auch hier hinten bleiben, theoretisch. So. Okay, cool. Mist. Oh nee, das läuft echt gar nicht. Gott. Der trifft mich jedes Mal. Tja, so hab ich ihn. Ah, okay. Ja, ein bisschen. Naja. Gut, jetzt geht's weiter. Hab noch 4 Balken. Hätte auch ruhig ein bisschen weniger verlieren können dabei. Boah, der nimmt echt gar keinen Schaden, so, ne? Also ich könnte auch so in den Nahkampf, aber das ist keine gute Idee. Dann hat er mehr von als ich, weil ich krieg da mehr Treffer ab. Oh scheiße, ey, das ist echt ein brutaler Kampf. Guck mal, ich habe hier noch nicht mal ein Viertel abgezogen. Und wenn halt sowas kommt. Mit Blättern. Ich weiß nicht, ob diese Blätter relevant sind zu sammeln oder so. Ich muss hier so ein Blatt einsammeln. Ich weiß nicht, ob ich dachte, das ist etwas Böses, aber ich weiß nicht, das hat gerade gar nichts gemacht. Vielleicht bin ich auch doch nur daneben. Boah, das ist echt ein schon cooler Kampf, muss ich auf jeden Fall zugeben, aber nein, ah, anspruchsvoll. Ah. Okay, wir wandern mal hier rüber. Boah. Das Blatt ist eine Waffe? Ah, das Blatt kann man werfen. Okay. Oh, scheiße. Okay, das würde ich aber jetzt genauso weiterprobieren. Vielleicht bringt mir das jetzt, dieses Wissen, was. Ich denke mal, dass ich ihn so treffen könnte, würde wahrscheinlich ein bisschen mehr Schaden verursachen als meine normalen Schüsse, so, wisst ihr? Weil die sind ja schon recht schwach. Moment. Ah, ich kann nicht mal darüber am Anfang. Ich würde sonst direkt zu ihm rüber. Okay, einmal ausgewichen. Leider nicht zweimal ausgewichen. Okay, komm einfach rüber. Okay, er lässt wenigstens so ein Ding noch droppen, wenn er getroffen wird. Jetzt bin ich, glaube ich, nee, sogar ein Stück besser dran als eben. So, also meine Schüsse sind echt popelig. Ich versuche jetzt auch echt auf Abstand zu bleiben. Nicht in den Nahkampf zu gehen. So, und auf jeden Fall dieses Blatt am Ende einzusammeln. Moment. Ach, wieso hat er es nicht geworfen? Er hat es die ganze Zeit nicht geworfen, als ich vor ihm stand. Mist. Er hält ja auch nicht still. Moment, ich warte einfach ab, bis er irgendwann stillhält. Dann werfe ich das hier jetzt. Hat, glaube ich, schon besseren Schaden gemacht, oder? Boah, jetzt zwei miteinander. Das ist gut. Meine Gelegenheit. Also das ist, glaube ich, der wahre Trick, wenn man ihn siegt. Gut, den restlichen Scheiß kann ich ja normal lösen. Komm, stirb jetzt. Ah, wo ist er hin? Als ob der Kampf noch nicht vorbei ist. Wahnsinn. Scheiße, ich kann nicht weg von ihm. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann springen. Jetzt kann ich mich... Moment, was? Das ist ja voll verglitscht, was hier passiert. Okay. Das, ey, guck mal, wie verglitscht dieser Kampf ist. Tut mir leid, aber da, für den dritten Teil jetzt, da konnte ich jetzt echt gar nichts dafür, dass ich hier gestorben bin. Ich konnte mich nicht mal bewegen, erstmal, während ich in diesem Gegner drin war. Und dann seht ihr, wie ich da einfach von ihm abrutsche und... Ja, das ist ja echt nicht cool. Und dann einfach runterfalle, so. Oh, nee. Der erste und der zweite Teil, die sind echt cool, ne? Vor allem, wenn man rausgefunden hat, wie es mal geht, ne? Aber, ne... Das weiß man Oberscheiße. So, einfach draufmashen. So, bin sogar diesmal voll mit meinem Leben. Also stehe ich jetzt echt gut da. So, und ich glaube, den zweiten Teil, den habe ich langsam auch drauf. Weil ich jetzt verstanden habe, wie es geht halt. Blatt auf jeden Fall sammeln. Scheiße, ich darf es aber nicht daneben schmeißen. Ich muss dann vielleicht warten, so. Anstatt es einfach loszuwerfen, so zu warten, bis er genau wie jetzt stillhält. Ne, aber nicht so nah gehen. Wir warten einfach. So, und jetzt. Was? Oh, seine scheiß Wolke oder nicht Wolke. Dings hat's abgewehrt. Scheiße, ey. Guck mal, wie ein Kampf, der so gut angefangen hat, sich so beschissen weiterentwickelt.
wurde ich denn jetzt getroffen? Okay, wann hält der still? Jetzt. Das war ein Treffer. Mist. Da, bitteschön. Jetzt habe ich nur einen Lebensball. Boah, ich habe echt 6 Stück. Verkackt. Nicht schon! Guckt's euch an! Guckt es euch an! Was ist das denn? Ich kann nicht runter. Ich kann nicht nach unten. Ich kann mich nach links, nach rechts und nach oben frei bewegen. Aber runter ist halt so, ne? Runter ist nur so möglich. Also es ist verglitscht. Er nimmt, glaube ich, zumindest... Ja, und dann falle ich da runter. Toll. Nee. Gefällt mir nicht. Das ist verbuggt. Der Kampf ist komplett verbuggt am Ende. Vielleicht soll ich einen anderen Charakter nehmen? Ich weiß es ja nicht. Hält irgendjemand mehr aus? Simon vielleicht? Aber... Ja, seht ihr selber, wie... Also der letzte Teil so. Ich komme da nicht mehr runter auf einmal so, ne? Und... Gut, wenn ich falle, werde ich irgendwie immer wieder aufgehoben. Das ist zwar ziemlich cool so. Aber es ist trotzdem kacke an sich. Ach, ich kriege nur normale Waffen? Ne, was ist denn das alles? Ach, jetzt kann ich so einen Feuerschuss. Okay, und das andere ist hier nur so eine Tragwaffe. Vielleicht ist das ja auch diesmal wieder so. Wie bei diesem riesigen Schlachtschiff, was wir da mal besiegt haben. Dass meine Waffe einfach... Oh Gott, ich kann ja kaum reden. In One-Hit-Hit. Nein, diesmal leider nicht. Okay, aber... Ah, hat er mich echt nur erwischt am Ende. Das war jetzt echt unnötig. Boah. Okay, theoretisch kann ich auch nur beschränkt fernschießen. Er nimmt auf jeden Fall mehr Schaden, so, aber... Das macht ihn jetzt gar keinen mehr, oder was? Scheiße. Boah, ich falle. Ich höre nicht mehr auf zu fallen. Also, Rückstoß. Okay, jetzt hat's aufgehört. Habt ihr gesehen, wie lange es dauert? Ich kann mich zwar noch bewegen. Scheiße, ich wurde wieder getroffen. Seht ihr, ich kann jetzt nichts mehr machen. Ich kann mich nur noch oben und unten bewegen. Bis er mich getötet hat. Das ist doch voll bescheuert. Dieser Kampf ist gut gemeint, aber der ist ja in so vielen Phasen einfach noch unausgereift. Wen soll ich denn dann jetzt nehmen? Ich weiß gar nicht, wer jetzt gut sein soll. Der hier vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht. Jeder ist irgendwie verbuggt an irgendeinem Punkt. Link kann dieses... Aber ich weiß nicht, ob jeder nicht auf Rush sein kann oder... Auf jeden Fall, der andere hat voll den hohen Rückstoß, der nie aufhört. Nämlich mit Dinger klarkommen. Also der hat keine besonderen Fähigkeiten so, also die werden jetzt nicht kennen oder so. Okay, das war schon mal gut. Ich bin auch voll live, ne? Hm, also ich kann mit ihm nochmal schießen. Gucken wir mal, wie es sich weiterentwickelt. Der Kampf. Also ich kann ja, meine fetten Schüsse, die würden, glaube ich, gar nicht ankommen. Die sind viel zu ungenau. Und davon kann ich auch nur einen machen, glaube ich, jetzt. Weil es ja Munition kostet. So, und damit wollte ich eigentlich warten. Boah, der jagt mich einfach. Da, bitteschön. So, da hatte ich mal eine Gelegenheit. Der hat immer noch erstaunlich viel Leben. Immer wenn ich ihn irgendwie erwische, kriegt er mich dann auch. So. Jetzt haben wir ihn. Mal sehen, ob ich mit ihm auch auf... Ne, mit ihm kann ich mich auf Rush bewegen. Das liegt echt an Link dann. Ich kann auch richtig mit ihm schießen. Guck mal, Rush schießt er mit. Okay, dann liegt die eine Phase an Link und die andere liegt an Simon. Also liegt nicht an denen so, ne? Also wenn ich mit denen spiele halt, dann passiert das halt. Achso, mit dem werde ich dann runtergestoßen. Also mit der Attacke werde ich von ihm runtergestoßen. Was ist das? Okay. Wir mashen einfach. Oh Mist. Aber ich habe noch 4 Leben. Also mit... Ich habe in dieser Welt auch mehr Leben als sonst. Okay, wir haben ihn. Ja. Okay, er stirbt. Boah. Hart. Hardcore. Geschafft. Okay, sehr kurzes Level, sehr riesiger Zusatz-Endboss, so gesehen. Ja,
Ich habe ja. Ach, okay. Es geht doch noch weiter. Scheiße. Nee, der gibt mir was? Nee, es geht weiter. Es geht tatsächlich weiter. Ohne Checkpoint. Was ist das denn jetzt für eine Maschine? Oh Gott. Das ist diese Airman. Wie heißt dieses Lied? So ein Lied, was auf Airman bezogen ist. Okay. Aber ich kann ihr nicht mal schaden. Wie ist denn jetzt zu besiegen? Muss ich auf ihn drauf springen? Nee, auch nicht. Wenn diese Vögel rauskommen, ist glaube ich auch nicht so gut. Damit? Nein, im Gegenteil. Boah, wie besiege ich diesen Kerl jetzt? Wow. Boah, der. Okay, Stern. Stern hat ihn gekillt. Vielleicht. Er hat alles eingesaugt. Er hat Angry Sun und so eingesaugt. Mein Stern hört auch auf mit einem Treffer, aber gut. Zumindest habe ich jetzt einen Ansatz, wie ich ihn besiegen kann. Und er ist gar nicht mal so schwer, glaube ich. Er ist ziemlich leicht zu durchblicken. Gut. Ah, gut. Er hat manchmal so fiese Attacken drauf, die unerwartet kommen. So, ja, da liegt jetzt Geld, ne? Angry Suns, wie viel Angry Suns einsaugt. Und den Stern. So. Okay. Also wenn ich Stern habe. Also dann ist ja vor allem riesige fette Stern kommt, ne? So groß ist ja normalerweise ein Stern gar nicht. Dann ist das meine Gelegenheit. Wow. Also ich muss sagen, auf einer Seite ist es echt der coolste Bossfight, nur ich bin immer auch ein bisschen enttäuscht wegen den teilweise verbuggten Sachen. Wer weiß, was jetzt noch passiert wäre, wenn ich als Link spielen würde, was da wieder schief gelaufen würde. Oh. Yeah, komm, alle guten Dinge sind drei, oder nicht? Er hat nicht mal eine Lebensleiste. Okay, ja, gut. Kamek hat ihn verzaubert, auch clever. Und sogar eine Siegermelodie kam, ne? Und es ging weiter. Das habe ich auch noch nicht gesehen in diesem Spiel. So, ist das Level jetzt vorbei? Ich dachte erstmal, es ist ja auch verbuggt, ne? So, wieder mal, als ich da weitermachen konnte. Jetzt haben wir es geschafft. Was? Oh. Ach, so ein Level ist das. Okay. Machen wir das noch als Zugabe. Ich hätte das jetzt im nächsten Part gelöst. Noch gemacht, aber. Das ist jetzt noch die Zugabe. Ja, hätte ich das mal vorher gewusst, ne? Also, nee, das wollte ich gerade sagen, das wollte ich gar nicht sagen. Also mir ist das so schlimm, ist das jetzt auch nicht. Das dauert jetzt auch nicht die Welt. Das Level, ich meine, das ist ja auch so ein 5-0 Level. Einfach nur Zugabe. Da war irgendwas anderes denn außer Airmans Level in diesem Part. Noch. Selbst die Musik ist wieder aus Mario. Okay, kann man Geld sammeln. Ich meine, auch hier könnte ich theoretisch noch sterben. Ja, also es war an sich echt ein cooler Bossfight, ne? Bis auf halt, dass es mit manchen Charakteren überhaupt nicht lösbar ist. Das ist leider nicht so gut. Gut. Ich denke mal, es wird noch viel weniger... Oh, oh. Was? Oh nein. Ach, dann ist es vorbei. Ich sterbe dann gar nicht mehr. Ja, aber ihr habt gesehen, wie ich mich nach oben gebackt habe. Das Spiel ist voll verbuggt, Alter. In jeder Ecke. Kommt, Alter, jetzt machen wir weiter. Ist mir jetzt egal. Also zumindest ein bisschen. Kämpfen wir jetzt noch gegen die Viecher hier. So, zerstören wir den so. Machen wir einfach weiter, bis das nächste Level kommt. Ja, es gibt so viele Bugs einfach, ne? Gut, das Spiel ist auch unfertig. Das muss man immer auch bedenken, ne? Ich bin da manchmal so ein bisschen mit der Selbstverständlichkeit daran, dass das schon ein perfektes Spiel ist, ne? Ist es ja teilweise nicht. Ich meine, das sieht man an wieder an einigen Punkten. So, das ist ein Teleporter, der bringt mich hier hoch. Achso, wo die 9 wieder ist. Ja, gut, dann glaube ich, liegt es auf der Hand. Im nächsten Part machen wir nämlich die 9 dann. Level 9. 10 gibt es nicht. Und da unten ist die 11 dann. Ja, cool, ne? Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und mal sehen, wie wir uns durch den Dschungel schlagen.